Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ja, das alte Thema mit den kalten Füßen, wer kennt das nicht? Vor allen Dingen wir Frauen, die dann immer im Winter sogar noch Probleme haben einzuschlafen, weil die Füße so kalt sind. Und wie wir diesem ganzen Theater mal entgegenwirken können, erfahren wir heute von unserem kleinen Felder-Experten Marco Klein. Und wir schauen mal, was da so die Ursachen und die Therapiemöglichkeiten bei solchen Phänomenen sind. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Marco, schön, Hallo. Dass du da bist. Ja, gerne wieder. Ja, ich sag's nochmal, wir heißen nur zufällig Klein, weil immer wieder Kommentare kommen, ob wir jetzt Familie oder wie auch immer. Nein, das nicht. Ist ein reiner Zufall. Genau. Ja, bei der Thematik mit den kalten Füßen. Das ist ja schon so ein allgemein, ich erkenne das auch, ja, also es gab auch Phasen, da war das noch schlimmer, dann gibt es mal wieder Phasen, da machst du mehr Sport und gehst regelmäßig irgendwie in die Sauna, dann wird es wieder besser, ja. Aber so dieses kalte Füße-Thema ist doch immer irgendwie präsent. Ja, wir bei kriegen Frauen, ja, oder? Männer auch? Bei Frauen natürlich viel mehr, dreimal mehr als bei Männern, kann man sagen. Die Ursache davon ist relativ einfach gehalten, weil Frauen nicht nur tendenziell, sondern eben ganz klar weniger Muskelmasse im Körper haben. Dadurch eben natürlich Wasserhaushalt und Co. alles ein bisschen anders ist und deswegen generell mehr zum Frieren neigen, weil natürlich Muskulatur erzeugt Energie und eben Wärme. Und das gibt natürlich dann an den Körper dementsprechend dann ab. Deswegen Frauen tendenziell schon mehr. Bei Männern ist es oft eher der Fall, wenn sie eine schlechte Durchblutung haben. Weil natürlich Durchblutung bei kalten Füßen, das ist jetzt kein Geheimnis, das wird den meisten bekannt sein, ist der Schlüssel in der Form. Wenn ich eine gute Durchblutung im Fuß, jetzt wenn wir nur von kalten Füßen sprechen, im besten Fall im gesamten Körper, aber nur von Füßen gesprochen, ist genau das der Aspekt. Weil das Blut hat, wie man weiß, ca. 37 Grad Temperatur. Und wenn das aber nicht richtig durch die Gefäße durchkommt, weil die Gefäße sich verengen, weil diese kalten Füße, das bedeutet, der Körper gibt auch Warnsignale. Ja, weil wenn irgendwas kühl ist, dann versucht der Körper erstmal die energielastigen Organe, das heißt die im Torso zum Beispiel liegen, Herz, Lunge, Leber etc., das alles erstmal zu versorgen. Im Winter merken wir Dinge, die dem Körper nicht so wichtig sind. Das ist die Nase, die Ohren, die Füße, die sind nicht so überlebenswichtig, deswegen wird dort zuerst die Durchblutung zurückgefahren, wenn irgendwo anders im Körper die Durchblutungsleistung nicht richtig stimmt. Und das kommt eben durch das Frieren, ne, gerade bei Frauen eher zustande. Bei Männern ist es vielmehr die Ursache, dass man von eben schlechter Durchblutung spricht, kann sogar bis in den Bereich Diabetes und Ähnliches reingeben, ne, wo man dann Empfindungsstörungen vielleicht sogar oft an den Füßen hat, weil da eben so viele Nervenenden sind, dass man das da am ehesten spürt. Also kalte Hände, kalte Füße. Aber die Ursache, ganz klar, ist die Überschrift Durchblutung. Wenn ich die in den Griff bekomme, habe ich normalerweise auch mit kalten Füßen nichts mehr am Hut. Aber das ist eben das Problem, dass wenn die Gefäße sich verengen, ja, kommt weniger Blut durch und dann bringt es natürlich diese Temperatur, diese 37 Grad circa, nicht richtig in den Fuß zum Beispiel oder ein anderes Gewebe. Und dann kühlt das natürlich aus. Und dann hat man die ganzen Probleme, nicht nur, dass es sich unangenehm anfühlt. Das geht ja dann sogar so weiter bis zu Schlafprobleme. Gerade abends haben das viele, wo wir es oft dann leidlich von den Männern hören, wenn dann die kalten Füße von der Nebenseite der Matratze so rüberwandern ins Warme. Oh, das ist so schön warm. Ja, und der Mann, genau, und sagt, oh, Eiszapfen, was ist denn da los? Genau, es ist Durchblutung. Also die müssten wir eigentlich verbessern und fördern, um das Problem in den Griff zu bekommen. Jetzt kann man natürlich sich 2, 3, 4, 5 Paar Socken drüber ziehen, mit Wärmflasche ins Bett gehen, also versuchen von außen irgendwo noch mit einzuwirken, aber die eigentliche Ursache, da bin ich immer Freund davon, an die Ursache des Kerns des Problems eben ranzugehen, da muss die Durchblutung stimmen. Und deswegen ist das eben richtiger großer Punkt, weil wir bekommen gerade zum Beispiel, das habt ihr hier da eingeblendet, habe ich gesehen, das Restless-Leg-Syndrom. Ja, das ist also nicht nur dieses Ausschlagen, was viele damit verbinden, weil natürlich, wenn wir jetzt vielleicht gerade mal in so einem Abendzeitraum sprechen, wo das die meisten eben kennen beim Zu-Bett-Gehen, dann ist es nicht nur beim Einschlafen,
dass dieses Ausschlagen ist ein Signal der Nerven. Wenn die nicht richtig gut durchblutet und versorgt sind, also genug Sauerstoff, Nährstoffe ankommen, dann gibt's irgendwann diese Signale praktisch, hier ist was nicht in Ordnung. Dann kommen diese Fehlsendungen mit unter anderem auch raus. Deswegen gibt's dann dieses Ziehen und Zucken. Mhm. Und das einige haben, manche auch ganz extrem. Also eigentlich alles entspannt und plötzlich hat man ganz dolles Zucken. Und das ist eben die Kommunikation, wenn die Nervensignale durch schlechte Versorgung nicht mehr richtig zurückgesendet werden. Dann sagt das Gehirn auch, ist da was nicht in Ordnung? Und dann kommen dann diese Signale. Aber Restless Legs ist eben tatsächlich eine größere Überschrift, was viele mit kalten Füßen und Co. gar nicht im ersten Moment vergleichen. Aber da sieht man zum Beispiel auch ein Gefühl wie ein elektrischer Strom, der durchgeht, ein Juckreiz. Gerade wenn so Haut, vielleicht kennt man das vom Winter, mal so richtig kalt war, dann fängt die so an zu jucken. Und man kann nicht gar nicht kratzen, weil das so im Inneren gefühlt liegt. Das ist diese mangelnde Durchblutung, geht dann bis zum Schmerz. Bei manchen schlafen auch die Füße dann ein, die sind nicht nur kalt. Mhm. Und wenn dann, das kennen viele auch, dieser eingeschlafene Fuß, man hat vielleicht auch mal falsch gesessen, das geht's ja ähnlich, und plötzlich bewegt man sich anders und dann merkt man, oh, mein Fuß ist taub, diese Taubheitsgefühle. Und wenn dann das Blut wieder richtig reinfließt, wo man merkt, das ist richtig kalt, Fuß oder ähnliches, und dann kommt dieses Kribbeln wie 1000 Ameisen, sogar richtig so ein Stechen, was unangenehm dann ist, weil die Nerven bekommen jetzt wieder die Versorgung, melden nach oben, dass sie eigentlich eine Unterversorgung macht. Vorher war die Kommunikation halb abgeschnitten, deswegen hat man das gar nicht gemerkt, dass das eingeschlafen ist. Und mit der Versorgung kommt das ganze Gefühl wieder und eben leider auch dieses unangenehme Kribbeln, Bitzeln, was man da so merkt. Und das ist, was manche auch sagen, als wenn da tausende Käfer über einen rüberlaufen und das ist genau diese Missempfindung der Nervenbahnen, wenn die nicht richtig versorgt sind. Ja, ja, gerade an den Füßen gibt es ja auch viele, gerade auch den diabetischen Fuß zum Beispiel, wo man, oder Raucherbein, ja, ist ja auch so ein, da kommt einfach kein Blut mehr hin. Gefäßverengung. Ja, das heißt, die Überschrift da ist wirklich sehr einfach gehalten. Das Problem ist nur, die Lösungen sind schwierig. Mhm. Das Problem ist sehr leicht erkannt. Wenn die Gefäße sich nicht wieder verengen, kommt das Blut natürlich auch leichter durch mit ihren 37 Grad Temperatur. Und vor allen Dingen nicht nur die Autobahnen. Ja, wo es ist ja eine Durchblutung da, sonst wird der Fuß ja absterben. Aber wir reden über die Mikrozirkulation, diese feinen Haargefäße, dass wirklich diese ganzen Zellbereiche, Gewebe, dass sich das auch eben miterwärmt. Und das wird zuerst zurückgefahren, weil die Fußzehen selber sind ja nicht so überlebenswichtig wie das Herz. Also muss ich da ja nicht so gute Durchblutung machen, wenn ich ein Problem habe. Deswegen, wenn ich die Durchblutung da wieder richtig fördern kann, regelt sich alles von alleine. Ja. Welche Möglichkeiten habe ich denn gerade auch mit diesen kleinen Feldern? Wir hatten ja auch schon Interviews, wo man einfach nachts auf Matten schläft. Und das Besondere an den Matten war ja, wenn du es nochmal kurz beschreiben kannst, das sind zwei Pole. Ja, es sind so, man sagt dazu, wechselnde Nord- und Südpolflächen, wo das Blut immer im Wechsel praktisch drüber läuft. Man spricht da in Fachjargon von polymorphen Feldern, also vielgestaltige. Das ist nicht immer gleich oder homogen, sondern extrem inhomogen im besten Fall, weil dann kriegt man die Zellen nochmal ganz anders erreicht. Also das Blut in dem Fall, Thema Durchblutung, weil das jetzt zur Thematik passt, läuft über diese wechselnden Nord- und Südpolflächen drüber. Und weil das Blut elektrisch leitfähig ist, hat Hämoglobin, Eisen im Volksmund, das Blut hat Eisen und das reagiert praktisch auf diese wechselnden Felder, wenn es drüber läuft. Und das ist vor allen Dingen ein statisches Feld, sind keine elektromagnetischen Felder, was irgendwo durch den Körper gejagt wird. Es gibt ja auch strombetriebene Geräte, die solche pulsierenden Felder erzeugen, sondern was ganz Einfaches in der Form, was Sanftes. Wenn das Blut sich drüber bewegt, muss es über diese wechselnden Plus- und Minuspole laufen. Dadurch entklumpt es sich und das ist jetzt der große Vorteil natürlich bei der Durchblutung, wenn ich das Blut wieder, diese leichte Verklumpung der roten Blutkörperchen, die ja diesen Sauerstoff transportieren, wenn ich das wieder entklumpt bekomme, weil läuft jetzt so ein rotes Blutkörperchen auf ein Plusfeld, dann werden die Plus-Ionen praktisch werden abgestoßen. Mhm. Plus und Plus stoßen sich ab. Aber die gleichen Minus-Ionen beim gleichen roten Blutkörperchen werden angezogen. Das heißt, wir haben einmal so einen Abstoß- und einen Randzuck-Effekt. Mhm. Jetzt aber paar Millimeter weiter läuft das Blut jetzt wieder auf ein Minusfeld.
Und dann werden die Plus-Ionen, die vorher abgestoßen wurden, die werden jetzt rangezogen. Und die Minus-Ionen, die rangezogen wurden, werden jetzt abgestoßen. Mhm. Und wenn ich das ständig im Wechsel mache, dann kommt praktisch wie eine Art kleiner Reibungseffekt zustande. Und wenn man das zu Hause mal macht, sich die Hände reiben, dann merkt man, da entsteht Wärme. Mhm. So durch diese Reibung. Und genau das ist auch diese Wärme, diese Energie, was erzeugt wird. Das lässt diese roten Blutkörperchen voneinander praktisch sich auseinandergehen, dass sie wieder besser in diese Haargefäße reinkommen und nicht diese Geldrollenbildung haben, wo weniger Sauerstoff aufgenommen wird und schlechter in die Gefäße dann reinkommt. Und so kriege ich natürlich diese Mikrozirkulation. Das ist ja genau das Problem eben dieser Füße wieder richtig hin. Muss praktisch nur der Fuß sinngemäß dann auf solchen Feldern stehen, dass das Blut ständig zirkulieren kann an den Feldern, dass es sich wunderbar dort entklumpt. Und dann berichten uns die Menschen mit Riesenerfolgen, dass sie keine kalten Füße mehr haben. Es geht sogar so weit, dass viele, die zum Beispiel mit Diabetes Probleme haben, also eine chronisch sehr, sehr schlechte Durchblutung, also nicht nur mal kalte Füße und unangenehm, sondern wirklich sehr schlecht, dass die dann für diese Regeneration der Füße, Hallux Valgus, Ulcus, also viele Fußkrankheiten, die es ja zusätzlich gibt, nicht nur am Tag darauf laufen, sondern sich während der Nacht praktisch einfach einen bequemen, dünnen Strumpf einfach anziehen, nicht wegen der Wärme, sondern damit man so eine kleinsche Felder Einlegesohle einfach unter den Fuß dran schiebt, um ständig am Fuß diese verbesserte Durchblutung zu haben. Und habe ich natürlich das, dann ist das mit den kalten Füßen natürlich, ich habe ja noch keinen gehört, der das gemacht hat und immer noch kalte Füße hatte. Das ist schon sehr spannend. Ich habe hier mal so eine Beispielsohle. Sieht das von den kleinsten Feldern auch so aus? Genau, das wäre so eine. Und wenn ich jetzt so eine Sohle habe, und es gibt ja auch Leute, die haben dann Einlegesohlen oder eine Fußfehlstellung. Kann ich das dann darüber auch tragen? Auch das geht, genau. Okay. Also klar, im Bett braucht man es nicht, wenn man es an den Füßen tut. Aber wenn man im Schuh drauf laufen würde für gute Durchblutung, viele Skisportler machen das natürlich, weil sie länger an diesen kalten Temperaturen sind, dass sie das in die Skischuhe auch mit reintun. Also welches Schuhwerk? Ich habe es bei mir in mehreren Schuhen. Ich habe es bei mir in meinem Wanderschuh drin, im Sportschuh, einfach für gute Durchblutung im Fuß, während des Fußballspielens zum Beispiel, aber auch im normalen Straßenschuh. Läufst du dann direkt da drauf oder tust du das unter die Sohle von dem, wenn du jetzt einen Wanderschuh hast, der jetzt so eine geformte Sohle hat? Ja, also ich habe es zweierlei. Bei manchen Schuhen direkt und bei manchen habe ich noch, gerade bei Wanderschuhen, weil man so lange läuft, habe ich mir noch so eine Schaumstoff, so eine dünne drauf gemacht, weil es einfach noch ein bisschen weicher vom Federkomfort ist. Also da liegt die bei mir praktisch drunter. Aber das ist am Ende genau das, was ihr dort habt auf dem Bildschirm, was passiert. Wenn das Blut so träge, die Fließfähigkeit nicht optimal ist, dann ist eben diese Durchblutungsproblematik eben da, weil das Blut dann eben auch so diese leichten Verklebungen, diese Verklumpung drin ist. Und wenn ich praktisch mit solchen mit diesen Einlegesohlen dann einfach jetzt ein Feld in den Fuß, da hat man so eine kleine schematische Darstellung, da geht praktisch oberflächig durch die Haut praktisch ins Gewebe ein Feld rein und das Blut bewegt sich eben an diesen wechselnden Plus- und Minusfeldern, die man gar nicht sieht, deswegen sieht so eine Sohle sehr unscheinbar aus, aber wenn man da zum Beispiel mal mit einem Kompass drüber fahren würde, der würde sich wie ein Brummkreisel immer hin und her drehen, je nachdem auf welchen Millimeter man es bewegt, weil die wechselnden Polkonfigurationen so sind und so erreicht man das, dass eben die Zellen so immens angesprochen werden, die Blutzellen, dass eben dieser Blutfluss wieder fließfähig leichter funktioniert und natürlich viel besser in diese Haargefäße reinkommt und dann einfach nur den Fuß erwärmt. Also es ist keine Hexenwissenschaft an sich, es ist ein sehr leichter und einfacher physikalischer Effekt, der sogar bei 100% der Menschen funktioniert. Es gibt keinen, bei dem es nicht funktioniert, weil die Plus- und Minus-Ionen der Zellen müssen, ist ein physikalisches Gesetz und man weiß, physikalische Gesetze kann man nicht aushebeln. Die Erdanziehungskraft ist da, ob man sich's wünscht oder nicht. Und das ist ein physikalisches Gesetz, dass eben die Plus- und Minus-Ionen, würde der Ingenieur sagen, die müssen auf Plus- und Minusfelder reagieren. Und wenn das immer im Wechsel passiert, das ist die Besonderheit der kleinsten Felder, dann kriege ich das eben hin, dass dieses träge Blut wieder auseinander geht, diese Blutverklumpung und leichter in diese Haargefäße reinkommt. Also eigentlich ist es mehr oder minder nur eine physikalische Unterstützung, das Blut wieder fließfähig zu bekommen, dass es reingeht. Der Rest macht der Körper selber, weil kommt es wieder schön in diese Haargefäße rein, dann erwärmt sich auch der Fuß. Das ist ja dann kein Wunder mehr. Mhm. Ich hatte gerade im Vorfeld, bevor wir mit unserem Interview gestartet haben, mit Alexander Klock gesprochen und er hat mir erzählt, dass seine Mutter ewig
Knieprobleme hatte und jetzt von den kleinen Feldern wie so eine, was habt ihr da, so ein Band oder? Gibt's, ja, so Pads nennen die so sich, Pads. So längliche Bänder. Und seitdem sie die trägt, ist sie komplett schmerzfrei. Also schon. Weil das, was man im Fußbereich machen kann für eine gute Durchblutung, geht ja auch an allen anderen Körperstellen. Hat jetzt jemand Knieprobleme nur beim Beispiel und ich mache eine hohe Durchblutung in diesem Bereich und das nicht nur mal für eine Stunde, sondern trage das mal für mehrere Wochen, möglichst rund um die Uhr. Dann kriege ich natürlich richtig Regeneration in den Zellen, weil das passiert natürlich dann auch im Kniebereich. Weil natürlich, klar, schläft man auf kleinsten Feldern, hat man den gesamten Organismus drauf. Aber tagsüber kann man sich ja schlecht mit so einer Schlafauflage umhängen. Und da sind dann einzelne Pads gut, um diese prekären Stellen noch mal weiter zu fördern. Kriege ich das, egal in welchem Gelenkbereich, auch bei der Arthrose, hin, dass das Blut wieder fließfähig läuft, ist oft eben bei den Schmerzen der Punkt, ob das jetzt im Fußgelenkbereich die Zehen sind, wo viele auch Arthrose haben, bekomme ich das Blut wieder leistungsfähig, fließfähig. Dann reden wir nicht nur vom Hintransport von Sauerstoff, Nährstoffen, sondern viel wichtiger beim Thema Entzündungen, was die Schmerzen auslöst, diese ganzen Schlackenstoffe, also die Abfallprodukte der Zelle, ja, Stoffwechsel, Endprodukte, wie man so schön sagt, die werden natürlich auch besser abtransportiert, weil alles, was leichter hinkommt, kommt natürlich auch leichter weg. Auch die Lymphe, na, wo viele so ein bisschen die dicken Beine haben, wo dieser Stau von der Lymphe ist, wenn ich da hohe Durchblutung reinbringe, ja, kann sich das natürlich auch zurückbilden. Ja. Super. Jetzt hatte ich gerade eine Frage. Ah, ja, bei Operationsnarben oder gerade so nach Operation, diese Pads, wie kann ich mir die vorstellen? Kann ich die hinkleben? Halten die überall? Oder? Genau, wie man sie fixiert. Die sind ja nicht nur für den Einmalgebrauch gedacht, weil da steckt ja richtig viel Technologie drin. Das wäre ein bisschen kostspielig. Deswegen kann man die ja immer wieder verwenden. Die kann man sich dann entweder antapen oder irgendwo reinschieben, je nach Stelle. Bei Knien machen das viele mit so Bandagen, dass sie das einfach reinschieben. Ist relativ was Ähnliches wie mit der Einlegesohle. So sehen auch die Pads ähnlich aus, so länglich. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn ich mir das dann in den Nacken klebe, wenn ich Nackenprobleme habe, dass da eine permanente Durchblutung oder Rücken oder ich kann ja dann völlig Bei Berufstätigen ist das tatsächlich mit der beliebteste Einsatzzweck, weil durch entweder Computerarbeit oder Sitzen, viele Zahnärzte hören wir es auch immer, die durch die Fehlhaltung. Oder Friseure haben wir auch. Genau, und dann kommt irgendwann der Spannungspunkt entweder hier im oberen Bereich oder eben im oberen, hinteren Rückenbereich und klar, packe ich da natürlich eine hohe Durchblutung dann drauf, kann die Muskulatur, die ja, muss man sich vorstellen, eine verspannte Muskulatur drückt praktisch im Inneren die Mikrozirkulation ab, einfach durch den physischen Druck. Entkrampfe ich jetzt die Muskulatur, wie man das auch von Massagen und Co. kennt. Ne? Die Muskulatur erwärmt sich, die Durchblutung wird gefördert, der Muskel von der Verspannung, diese Verhärtung, lässt langsam nach. Dann nimmt es natürlich auch den Druck von den Nerven. Und bei manchen sogar auch vom Spinalkanal, ne, wenn es da noch Probleme gibt. Deswegen ist so bei Spannungskopfschmerzen und Co. sich sowas hinten reinzulegen natürlich auch super. Ne? Es gibt viele Anwendungsfelder. Ja, jetzt haben wir noch die Hände. Habt ihr da auch schon Lösungen? Oder? Ja, wir kriegen tatsächlich jetzt immer mehr Erfahrungsberichte. Wurden auch einige im Internet, glaube ich, veröffentlicht. Auf anderen Seiten hatte ich jetzt schon mal gestöbert und gesehen, dass viele sich dann solche Pads um Handgelenke herum machen und inzwischen sagen, überhaupt gar keine kalten Hände mehr zu haben, also praktisch wie eine Art kleines Armband tragen. Ich bin vorher davon ausgegangen, dass man sich vielleicht nachts über so einen kleinen Handschuh, wo alle vier Finger reinpassen, also nicht die einzelnen Finger, sondern so ein Fingerling, sagt man oft dazu, dass man sich da auch so ein Pad, dann wäre es noch direkter bei den Fingern. Das würde ich immer dann machen, wenn man vielleicht in den Fingern schon eher Arthrose hat. Dann eignet sich das gut, so ein Pad nochmal in der Nacht zumindest in so einen Handschuh reinzuschieben, dass es genau an den Fingern liegt. Aber für die kalten Hände, berichten uns Patienten, reicht es tatsächlich eigentlich, ich habe noch keinen gehört, bei dem es nicht gereicht hat, die Bänder aus für Handgelenke. Ja. Dann ist zwar die Durchblutung nur hier gut, ja, nirgendwo anders. Das fragen uns auch viele, ist die Durchblutung, wenn ich meinen Fuß da drauf stelle und mein Fuß wird jetzt schön warm und alles ist toll, zieht die sich dann auch weiter, gehen meine Krampfadern oder ähnliches im Bein weg, da muss man immer sagen, nee, das reicht nicht, weil die Strecke reicht nicht aus, das zu überbrücken. Also bei auch solche Einlegesohlen, gerade beim Fuß, wenn man das sieht, dass das so in den oberen Fußbereich reingeht, spätestens ist der Effekt beim Knöchelbereich wieder weg. Also habe ich eher Krämpfe an den Waden und Co., dann sollte ich es mir auch direkt an die Waden rantun. Ja. Da, super, wo ich die Durchblutung eben so verbessern möchte. Ja, super. Haben wir noch was Wichtiges zu sagen? Haben wir noch was zum Thema kalte Füße, Durchblutung, kleinste Felder?
Man kann natürlich vieles tun, ob es jetzt Fußbäder sind und man kann einen gestörten Nährstoffhaushalt mit Kalzium, mit Vitamin D, gibt es auch viele Möglichkeiten, natürlich den Körper einigermaßen gut zu stellen von Nährstoffen. Nur die eigentliche Ursache, die Gefäßverengung, selbst wenn viele schon Nahrungsergänzungen und Co. nehmen, sagen immer noch, ja, aber meine kalten Füße sind immer noch da. Also sind sie meistens immer nicht die alleinige Lösung, leider. Dann ist eher die Frage, warum ist die Durchblutung denn überhaupt schlecht? Elektrosmog, Schadstoffbelastung und so weiter und so weiter. Man kann fürs Gefäßsystem natürlich auch eine Menge tun, aber wenn ich ständig natürlich diese Blutverklumpung lösen kann, das Blut fließfähig bekommen kann, kenne ich keinen Weg, vor allen Dingen keinen nebenwirkungsfreien Weg, das so effizient zu machen, weil das ist ja ein physikalisches Problem, dass diese Verklumpung da ist durch Elektrosmog, durch Fehlernährung. Also es gibt so viel Schadstoffbelastung, was diese roten Blutkörperchen unter einem Dunkelfeldmikroskop können das viele auch erkenntlich machen, warum das überhaupt da ist. So, aber was ist jetzt eine gute Lösung? Ich kann meinem Körper noch so viele Nährstoffe geben, wenn die Mobilfunkmasten ständig die Strahlung auf den Körper draufhauen. Irgendwann sagt jede Zelle, sie kann nicht mehr dagegen arbeiten. Sie muss ja Energie aufwenden dafür, damit sie eben nicht in diese Verklumpung reinkommen. Und deswegen, ich habe inzwischen kaum einen gesehen, der nicht so eine Verklumpung hat. Es sei denn, er hat vielleicht besonders tolle Ernährung, kümmert sich wirklich ganz intensiv um seinen Körper, hat keinen Stress. Aber wer hat heutzutage schon keinen Stress mehr? Also die meisten haben es, mehr oder weniger. Aber damit kriegt man zumindest dann diese Fließfähigkeit wieder in den Griff. Und das sind viele, viele dankbar drum. Deswegen kalte Füße, kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Anrufe wir deswegen alleine bekommen, weil das so eine lästige Thematik ist, die auch keine offizielle Erkrankung so in der Form ist, aber trotzdem ein leidendes Thema ist. Wenn man das wegbekommen kann, ist natürlich Lebensqualität pur. Ja, super. Vielen, vielen Dank, lieber Marco, dass du heute da warst. Wenn man sich doch noch reinlesen möchte in die ganze Methodik, gibt es da Möglichkeiten? Ja, klar. Könnte man Kleinsche Felder einfach im Internet eingeben. Gibt ja inzwischen viele Seiten, die darüber berichten, Videos auch im Internet, auch von eurem Kanal QS24 gibt es ja ganz tolle Videos darüber auch schon. Gibt es eine Menge Themen. Ich glaube, das, was die Leute einfach verstehen müssen, ist Durchblutung, gerade bei kalten Füßen, ist King. Ja, das ist die Lösung dabei und kriege ich das einfach hin. Ja. Super. Also du hast vielen Frauen geholfen. Wahrscheinlich, Gutes Karma aufgebaut. Ich muss sagen, oft helfen wir den Männern tatsächlich, weil die müssen sich das nicht mehr anhören. Die Frauen laufen nicht mit solchen Hausschuhen durch die Gegend mit 1000 Polsterungen wie aus dem sibirischen Winter. Das ist schon wirklich schön. Witzig manchmal. Ja, klasse. Also beiden ist geholfen. Beiden, genau. Dankeschön, dass du da warst. Und gerne. Bis bald hoffentlich. Danke. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, für beide Parteien gibt es eine Lösung heute, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.